Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unseren Community Tools. Heute ein Tool von Max Link natürlich hier oben wieder mal. Und an der Stelle natürlich wieder mal ein riesengroßes Dankeschön. Und zwar, was wir heute uns angucken wollen, ist ein Wahrscheinlichkeitsrechner. Das heißt, man kann ganz einfach ohne Probleme ausrechnen, was passiert, wenn man jetzt K-Elemente ziehen möchte aus insgesamt N-Elementen. Das heißt, sagen wir mal, wir wollen zwei Karten von, keine Ahnung, 24 Karten ziehen. Dann ist es natürlich auch wichtig, ob wir die Karten zurücklegen und in welcher Reihenfolge wir sie ziehen. Also zwei Karten von 24 Karten und wir wollen sie nicht zurücklegen und uns ist egal, in welcher Reihenfolge wir sie ziehen. Und dann können wir uns einfach ausrechnen lassen, was ist denn jetzt hier die Wahrscheinlichkeik zum Beispiel für das Pik Ass und das Karo Ass oder sowas. Also für genau zwei bestimmte Karten, wenn wir nicht zurücklegen und wenn die Reihenfolge unwichtig ist. Ziemlich cool eigentlich und wir sehen hier, dass wir zwei Asse ziehen, ist schon mal ziemlich unwahrscheinlich, also nicht zwei Asse, sondern zwei ganz bestimmte Asse ziehen, ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber sagen wir mal, wir wollen insgesamt zum Beispiel zwei Karten ziehen und wir wollen die aber auch wieder zurücklegen. Das heißt, wir ziehen die Karte, sagen, okay, wenn es ein Ass ist, haben wir quasi einen Punkt und wenn wir dann nochmal ziehen, kriegen wir nochmal eine Karte und dieses Mal legen wir die Karte auch wieder zurück. Reihenfolge ist unwichtig und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal wieder ein bisschen höher. Wunderbar, also cooles Tool, ich finde es ziemlich nützlich, kann man sich relativ schnell die Chancen zum Beispiel für Poker oder sowas ausrechnen und ist wirklich kein Aufwand, deswegen ich dachte mir, das könnte euch auf jeden Fall gefallen. Und das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite, ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, Dankeschön nochmal an Max und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.